Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und ich habe hier die Windows 10 Insider Preview Build 14.328 auf meinem PC installiert. Und heute werfen wir einen Blick auf die Windows Ink Plattform, die Microsoft im Zuge der Build-Konferenz vorgestellt hat und welche dann mit dem Anniversary Update offiziell ausgeliefert wird. Wer die Konferenz gesehen hat, der wird wissen, dass wir hier unten rechts einen neuen Button haben. Und zwar öffnet man damit dann den Windows Ink Workspace, der sieht dann so aus. Und was ihr hier habt, das sind die Kursnotizen, ein Skizzenblock, eine Bildschirmskizze und die zuletzt verwendeten Apps. Das heißt, ihr habt hier die Notizen, OneNote, Fotos und so weiter. Und ich gehe mal jetzt alle Funktionen der Reihe nach durch, und zwar als erstes hier die Kursnotizen. Und was ihr hier sehen könnt, ist praktisch dieselben Notizen, wie wir sie von Windows 7 kennen, nur unterstützt Windows 10 jetzt eben Eingabe per Stift. Und ihr könnt hier herumschreiben. Und Windows Ink unterstützt auch druckempfindlichen Stylus. Das heißt, ihr seht hier auch, je fester ich drücke, desto dicker wird der Strich. Und hier könnt ihr auch handschriftliche Notizen sowie auch mit der Tastatur einfach Notizen aufschreiben. Und das bleibt dann gespeichert, bis ihr das dann folgendermaßen löscht. Dann gibt es hier die Bildschirmskizze. Und was das macht, ist, es erstellt einen Screenshot, sobald ihr den Windows Ink Workspace öffnet. Und ihr könnt dann, ja, wenn ihr ein Programm geöffnet habt, irgendwelche Display-Inhalte markieren. Und könnt ihr dann speichern, teilen und so weiter. Und was hier ebenfalls also neu ist, das ist eben dieses Lineal, wie ihr sehen könnt, das zeige ich mal her. Und das ist eigentlich die größte Neuerung des Windows Ink Workspace, dass hier eben diese Tools rechts oben am Display für jede App vorhanden sind. So, dann hier den Skizzenblock einmal. Und ja, das hier haben wir oben eben diese Toolbox, und wir können hier die Breite des Stifts auswählen, sowie dann auch die Stiftart und außerdem die Farbe. Und ich nehme hier einfach mal dunkelblau. So. Auch das ist druckempfindlich. Und was eben neu ist an dieser Windows Ink Plattform, das ist praktisch eben dieses Lineal, wo ihr dann, wenn ihr es richtig nutzt, auch Texte einfach unterstreichen könnt. Und das ist dann auch die größte Neuerung quasi dieses Windows Ink Workspace. Ja, und was das Besondere ist an Windows Ink, ist, dass es auch von anderen Apps genutzt werden kann. Und in Zukunft werden dann auch Entwickler die API nutzen können. Im Store sind aktuell einige Anwendungen gelistet, von denen praktisch bisher gar keine das Feature nutzen kann. Aber in Zukunft soll das geschehen, und Microsoft erwartet sich eben, dass sämtliche Apps, die Stiftunterstützung nutzen können, auch die API integrieren. Soll anscheinend auch nicht allzu kompliziert sein, und dann haben eben Nutzer dieselben Möglichkeiten, wie sie hier verfügbar sind. Also heißt, das heißt hier mit der Toolbox hier oben in jeder Anwendung. Beispielsweise kann man dann in Photoshop Lineale erstellen und dann beispielsweise Muster bearbeiten, aber erstmal müsste eine kompatible Photoshop-Version im Windows Store erscheinen, bevor das passiert. So, das war es auch schon von mir und von der Windows 10 Insider Preview Build 14.328. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!